Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, vor 6 Jahren einfach mal irgendwann aufgerufen, ganz Kurzgeschichte im Radio, hab gesagt, wir wollen eine Polonaise machen. Und da waren Leute da, damals glaube ich 500 oder so, 300, 500 Leute. Und ja, und mittlerweile machen wir das zum 6. Mal mit dem Lolo zusammen. Und seid ihr begeistert, was für ein Zugrang hier ist? Ja, absolut. Also es ist gigantisch, auch dieses Jahr wieder sensationell. Habt ihr das erwartet? Ein bisschen ja. Das ist gut. Wollt ihr noch irgendwas euren Fans oder mitteilen? Ja, auf alle Fälle. Ficken fürs Volk ist unser Hauptsponsor. Da muss ich ganz, ganz vielen Dank sagen, weil das ist nicht so einfach. Es kostet uns auch eine ganz, ganz Menge viel Geld. Es ist zwar viel Spaß, man sieht das, aber es ist einfach so, dass uns die... Wir haben dieses Jahr 700 T-Shirts drucken lassen und es ist für uns langsam beide nicht mehr machbar. Und da haben wir natürlich, sind wir froh, wenn wir einen oder anderen Sponsor haben. Wir haben noch viel, viel, viel mehr. Ist jetzt wirklich ellenlang, die aufzuzählen. Aber wirklich der große Dank geht diesmal wirklich an Ficken, die einfach gesagt haben, Jungs, wir sind dabei, wir kommen ein Promo-Team her, wir machen Schnaps und so. Also das ist geil. Und auf alle Fälle, eine Premiere gibt es dieses Jahr. Wir machen eine Oktoberfest-Polonaise hier auf der Insel, Anfang Oktober. Also mit dabei sein, Dirndl, oder weil die auch ganz gut aussehen, oder natürlich Lederhose. Ne? Also merkt euch das. Sonst sagen wir viel, viel Spaß und ja, danke. Wir laufen nochmal los, ja. Viel Spaß allen miteinander. Euch auch viel Spaß!